exorbitanter Leidenschaft für uns will, dass wir diesen Gegner heute jeden Moment im Keim ersticken. Zusammen über 90 Minuten und Anstoß auf Signal. Alles Gute. Salzburg beendet den Grunddurchgang mit einem Auswärtserfolg. Gerhard Stuber darf zufrieden sein. Jetzt ist es so, dass einfach die besten 6 Teams aufeinander krachen und jedes Spiel natürlich schon ein besonderes Highlight ist. Ja. Wir wollen da schon jetzt richtig nur mal den Stempel auf diese Meistergruppe aufdrücken und da wieder diese Spuren hinterlassen, die man vom FC Red Bull Salzburg in der Meistergruppe gewohnt ist. Die Meisterrunde ist was ganz Spezielles. Die Stimmung bei mir und beim Team merkt man, geht voll in die Richtung, dass wir voll angreifen wollen. Es ist eine super Stimmung, eine super Energie. Wir arbeiten hart und bereiten uns gut darauf vor und ja, es kann losgehen. Doc, I have a question. Did you miss me last 2 days? It's been so good. It's been so good without you. It was calm. It was calm. It's been so good without you, bro. That's for sure. But I have a problem because I drink something in the morning. What did you drink? A water. No problem. Huh? No problem. I think I can die, yeah? Yeah. I can die. But for me? Look, the doctor, he said I can die. But look, for me, in my career, it only happened 2 times. I took blood pressure. Only 2 times. Wir messen ja wahnsinnig viel und wenn wir von der Blutabnahme reden, dann ist ja die täglich mit der Kreatinkinase, wo wir einfach die Müdigkeit im Muskel wahrnehmen wollen und sehen wollen, in welcher physischen Verfassung ist das Spiel. Also wir legen sehr, sehr viel Wert auf diese Daten. Aber im Datendschungel gibt es natürlich auch Matchdaten, Trainingsdaten. Das sind schon Dinge, wo wir immer wieder tiefer reinschauen, um Trends zu erkennen in der eigenen Mannschaft, aber auch natürlich, wenn man sich den Fußball ein bisschen größer anschaut, ob das in Europa ist oder Weltstand. Ja. Einfach zu sehen, wo liegen wir da mit dem FC Red Bull Salzburg. Ja. Wo müssen wir uns verändern, verbessern, und um einfach dem Ganzen auch in der Zukunft gerecht zu bleiben. Sag mal das nochmal. Also nur einmal, was haben wir gesehen in diesen Spielen gegen Hartberg? Immer wieder, wir brauchen auf der einen Seite diese Dynamik, Intensität unserer Stürmer, aber auch schon diese Clever, unbedingt. Ja. Lass die auf jeden Fall drinnen. Ja, lass die eine drinnen, wo sie uns einmal herzocken. Dann die, was danach kommt, wo wir es gut machen, wo wir dynamisch durchlaufen. Passt. Machst du die und dann, bevor wir rübergehen, um 10 haben wir besprechen, möchte ich einfach nur ganz kurz draufschieben. Ja, wenn man dann tiefer reinschaut über die Inhalte in einem Training, da ist es mir einfach ganz, ganz wichtig, dass wir ganz klar wissen in der Früh, bevor wir in eine Trainingsplanung gehen, was ist denn heute das Ziel. Ja? Und wenn wir ein Ziel haben, dann wissen wir auch, in welche Richtung wir unser Training bauen. Ja? Und wo wir dann hinten nachher wieder sagen, haben wir unser Ziel erreicht. Ehrlich gesagt ist mir eigentlich egal, ob wir mit einem langen Ball starten, aus einem Rondo, ob wir so im Nachjagen dann von hinten. Genau. Und wir können ruhiger Jungs es schon auch laufen lassen und dann vielleicht einen Moment rausnehmen, wo wir sagen, jetzt gehen wir echt, jetzt gehen wir ins Detail, was wir auch gestern gesagt haben. Und vielleicht lassen wir ganz hinten raus, wenn es metermäßig ausgeht, auch nochmal freispülen. Einfach kicken lassen. Unser Trainingsalltag ist jetzt eigentlich vom Ablauf her immer eigentlich relativ ähnlich. Wir frühstücken gemeinsam, gibt es eine kurze Besprechung, was im Training passiert oder vielleicht das eine oder andere auf den Gegner abgestimmt. Danach ist individuelle Trainingsvorbereitung im Gym und danach geht es raus am Platz und danach geht es wieder individuell ins Gym. So schon eigentlich kompakt erzählt unser Tagesablauf aus. Jungs, lasst uns ein bisschen reinsteigen heute schon in dieses Hartberg-Thema. Ich möchte euch ein paar Szenen sagen. Am Sonntag geht's los, Meistergruppe. Wir wollen gerade diese 3 Punkte für uns natürlich fixieren. Wir haben jetzt einige Male gegen Hartberg gespielt, ihr noch viel öfter schon, letztes Jahr auch. Definieren sie sehr, sehr stark über Ballbesitz und über Positionsspiel. Und für uns ergeben sich daraus super coole Pressing-Chancen. Ja? Wenn wir gemeinsam da gut agieren.
die Meisterschaft zu gewinnen hätte für mich eine sehr große Bedeutung. Es wäre mein erster großer Titel im Profibereich. Und den dann hier nach ein paar Monaten mit der Pusat zu gewinnen, wäre etwas sehr Besonderes. Deswegen werde ich auch das Maximale von mir aus tun, um das zu erreichen. Jungs müssen über sich hinausgehen, also raus aus der Komfortzone, das brauchen wir alle, dass wir uns entwickeln. Und da ist es wichtig, dass jeder Einzelne einfach auch weiß, ja, was wir erwarten, ja, und auch was unser Standard ist hier beim FC Red Bull Salzburg. Wir wollen am Ende einfach diese Atmosphäre schaffen, auch, dass jeder voll fokussiert ist und konzentriert ist und das Beste hier liefert, was er gerade liefern kann an diesem Trainingstag. Und jetzt, Jungs, 5 gegen 5, all in, super Intensität, wir wollen jetzt richtig liefern. Gehen wir. Sehr gut, bravo, sehr gut gehalten. Schau mal auf diesen dynamischen ersten Kontakt, dass du dann auch versuchst, mit deinem ersten Kontakt wegzukommen. Ja? Hab das auch mit als Lösung drinnen. Ja? Ja, okay. In these moments, we have to be more focused, more concentrated. Wir beides im Blick haben. Und Jungs, kalt sein vor dem Tor. We have to score. Ja, bravo! Komm, ah. go! What the foul? Hey, play again! What the foul? Bro, I swear to God, it's not foul! Hey! Alex, hey! Ist das mit oder was? Schmeckt das Getränk gleich doppelt gut, wenn es vom Torwarttrainer kommt. Ne? Top session today. Maybe if you ask Oscar what the last game was, how our team, the players are a little bit crazy. They get from the last sets. Nah, I win for Red today. One of the hard sessions of the week, so gym later and then off tomorrow, and we're ready for a good game Sunday. Die Fitness spielt immer eine große Rolle. Deswegen ist es schon ganz wichtig, dass man die Zeit zwischen den Spielen für seinen Körper optimal nützt. Da wird bei uns auf ganz, ganz hohem Niveau gearbeitet und ja, von dem her passt das ganz gut. Ja, Mannschaftsrat ist eigentlich aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht dafür da, die Interessen der Mannschaft auch zu vertreten, natürlich als Sprachrohr zum Trainer zu sein und da einfach versuchen, ein gutes Umfeld zu schaffen, dass sich jeder wohlfühlt, dass sowohl die einen Interessen als auch die anderen Interessen gut miteinander verbunden werden. We have to do something special. Maybe what I could do is I wash the car from the player of the game. Mhm. Ja, so. Das heißt 16 Sachen müssen wir sagen. 16 Sachen, da kannst du das von mir rein tun. Ja, aber das ist. Ich bin locker drauf, aber was ich schon möchte, ist Großteil natürlich auch Spieler, die was da. Ja. Wir übernehmen für eine Woche Red Bull Salzburg Insta-Dings. Ist der Fall, da kennt sich auch halt, ne?
Es geht jetzt einfach um Fokussierung, Konzentration auf diese 10 Spiele. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch immer wieder das verbocken ein bisschen mit einem Funfact. Und da wird es jetzt nach jedem Sieg ein Glücksrad geben, an dem wir drehen. Ja, und dann werden wir heute halt auch lustige Dinge gemeinsam erleben. Jetzt gehen wir hin. Okay. Okay. Cool. Okay, danke. Okay, danke. Ja, Herr Sportler, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz des FC Red Bull Salzburg. Von Gerhard Struber mit Hartberg kommt eine spielerisch durchaus starke Mannschaft, die vor allem hier in Salzburg wohl keinen Druck hat. Natürlich nimmt man die Medien bei der Pressekonferenz ja schon ein Stück weit mit, in welcher Richtung das Spiel möglicherweise laufen kann. Ja, und das ist mein Zugang zur Pressekonferenz generell, einfach hier sauber den Medien Informationen zu liefern, mit denen sie was anfangen können. Wir wissen mittlerweile, was Hartberg mitbringt, über was sie sich definieren. Und da gilt es einfach dann Lösungen zu finden, um quasi ihr Werkel im Keim zu ersticken. Das ist unser Zugang und das wollen wir von der ersten Sekunde weg am Sonntag umsetzen. I think we had a really good preparation. We really like worked the whole week on a good plan against Hartberg, obviously. We knew that Hartberg was really good on the ball and wanted to play out, and I think that all of us take it really, really serious this championship round. So when we arrive to the stadium, it's usually, the boys are usually listening to some music and everybody is kind of in their zone. Some boys are staying in the locker room, some are going out to check the pitch and see if everything is all right. We started doing, you know, our personal prep. Some are going on the bike, some are stretching a little bit, some are playing a little bit with the ball, juggling or something like that. I think it's about personal preference, what you really like the most. I would say with maybe 10 minutes to go before we go out to the warm-up, people start to get the boots on, and then we go out to the warm-up and everything is on fire. Sehr, sehr viel vorgenommen jetzt für die Woche, gut reinzukommen in das Spiel und am Ende natürlich zu gewinnen, aber natürlich auch wieder ins Tore schießen zu kommen. Mit exorbitanter Leidenschaft, Jungs, will ich, dass wir diesen Gegner heute jeden Moment im Keim ersticken. Zusammen über 90 Minuten und gleich zu Beginn, Jungs, Anstoß als Signal. Alles Gute. Der FC Red Bull Salzburg empfängt in der Meistergruppe den TSV Hartberg. Yeah, we really came out flying. I think that it's been kind of our trademark the last few games that we've had a really good start. And I think that the teams are not really ready for that. So in the first 20 minutes we really put that pressure on them. And they got that red card, changed the game a little bit, and we just kept pushing. So an amazing game with some good goals. Reinbringen, gut reinbringen auf Ratzkopf, und wie gut ist denn der? Jawohl, Junge, das ist das 1:0. Er kann ihn sich annehmen, legt ab auf Pitztrup! Mats Pitztrup, Junge, das ist deine Premiere! Aufmerksamkeit jetzt, weil wir wollen jetzt in der zweiten Halbzeit ein Stück weit auch, Jungs, zulegen und hier einen kompletten Schalter umlegen. Ja? We have to change our mindset, boys. Ah, 95% is enough. It's not enough. It's not Hartberg. It's not 3 points. It's only for us that we come on a different level. We show our quality much more and invest everything for goals, score moments. That is what I want. Come on! When we came out, we really understood that we could really like do something here also for the goal difference. I think that if we could really like
get some goals in, get some confidence in, and also for the table that, to get that goal difference. I think that was really what pushed us the most. Spielt dann auf Gloch in den Strafraum, feiner Haken, feiner Schuss und was für ein Abschluss vom jungen Israeli, was für ein Traumtor! In der zweiten Halbzeit ist es halt dann auch Schlag auf Schlag gegangen. Ja. Wir haben uns viele Chancen herausgespielt. Ich finde, wir waren einfach unberechenbar und das zeichnet uns aus und gibt uns auch jetzt für die nächsten Aufgaben ein sehr, sehr gutes Gefühl. Wir haben das wichtige Meisterschaftsspiel gegen Sturm Graz, ja, gegen einen unmittelbaren Konkurrenten. Wir haben dieses Cup-Spiel dann im Halbfinale gegen Sturm Graz. Natürlich wissen wir, was das auch für Bedeutung hat und werden dann auch sehr, sehr zielgerichtet da reingehen. Wir freuen uns auf die Spiele. Das sind ja besondere Spiele, Highlight-Spiele für uns als Club und da wollen wir natürlich mit vollem Karacho reingehen, mit viel Herz, aber auch mit viel Hirn.